Hey, hallo Kartoffeln, ein weiteres Elden Ring Video ist heute für euch am Start. Und in diesem Video gibt es alle 8 Katanas, die es im Spiel zu finden gibt, im Überblick ein bisschen was dazu, wo ihr die bekommt, was die so besonders macht und wie ihr die am besten und effektivsten verwendet. Denn mir ist aufgefallen, dass ich Katanas und Geschicklichkeitswaffen im Speziellen besonders vernachlässigt habe, deswegen hole ich das jetzt nach. Wir starten dabei natürlich mit dem Klassiker, dem Uchi-Katana, und arbeiten uns dann die Liste weiter vor. Das Uchi-Katana bekommt ihr schon ganz am Anfang in Limgrave, zumindest eines davon, in den todberührten Katakomben. Dafür könnt ihr einfach nur der Hauptstraße weiter folgen, dann nach Osten abbiegen und hier in die Katakomben hineingelangen. Und das Besondere ist, ihr müsst dafür nicht mal einen Boss erledigen, sondern könnt einfach nur durchlaufen und euch das von einer Leiche schnappen. Wenn ihr mit dem Samurai gestartet habt, dann werdet ihr jetzt sogar 2 davon haben und könnt sie beidhändig führen. Und das beidhändige Führen von 2 gleichartigen Waffen bewirkt, dass ihr ein besonderes Moveset habt, das ihr mit L1 ausprobieren könnt. Und ja, doppelt so viele Schläge kann sich natürlich auszahlen, wenn ihr diese Uchi-Katanas zum Beispiel auf Blut, auf Arkan skaliert, sodass ihr noch häufiger einen Blutungseffekt auslösen könnt. Oder ihr macht das Ganze zu einem soliden Katana, sodass ihr ein besseres Scaling auf Geschicklichkeit habt. Oder ihr geht in Richtung Magie und könnt ihr irgendwelche Kriegsaschen draufpacken. Das ist ja das Besondere hier beim Uchi-Katana und auch bei dem Katana, das wir gleich noch besprechen werden, dass ihr hier komplett frei seid, was die Kriegsasche angeht. Dementsprechend auch diese Waffen so skalieren könnt, wie ihr das wollt. Ob mit Feuerschaden dazu, mit heiligen Schaden, mit Blitzschaden, mit magischem oder eben noch stärkeren Blutungseffekten. Ihr seid hier komplett frei. Und die Uchi-Katanas sind deswegen auch ein Klassiker, weswegen es sich auch so gut als zweite Waffe eignet, wenn ihr ein anderes Katana in der rechten Hand eurer Haupthand führen wollt. Genauso wie beim Nagikaba, der längeren Version des Uchi-Katanas. Auch hier seid ihr völlig frei, was die Kriegsasche angeht. Dafür habt ihr aber ein leicht verändertes Moveset und eine deutlich größere Reichweite. Das bekommt ihr am Schluss der Questline mit Jura. Dazu werde ich auch nochmal ein ausführliches Video machen, ebenso wie zu seiner Rüstung. Die bekommt ihr dann am Schluss im Altus Plateau. Wenn ihr seiner Questline gefolgt seid, werdet ihr hier sein Nagikaba finden, falls ihr ihn bis hierhin verpasst habt. Und falls ihr das Schneegebiet schon erreicht habt, ohne seine Questline weiterzuführen, dann könnt ihr, glaube ich, nochmal zurück zu Limgrave gehen, zu seiner ursprünglichen Position, wo ihr ihn das letzte Mal gesehen habt. Und an der Stelle müsste dann auch das Nagikaba liegen. Und wie gesagt, ist das im Prinzip ein verlängertes Uchi-Katana, hat, wenn ihr 2 der gleichen Waffenarten führt, auch dasselbe Moveset. Ich mache übrigens gerade so wenig Schaden, weil ich die erforderliche Stärke nicht habe, um das einhändig zu führen. Ihr braucht nämlich 18 Stärke. Wenn ihr das aber zum Beispiel wie ich zweihändig führt, dann könnt ihr mit R2 so einen Stich nach vorne machen, was ich ziemlich gut finde. Und natürlich habt ihr auch gleich eine Kriegsasche drauf, den bohrenden Reißzahn. Den könnt ihr natürlich ersetzen und hier völlig frei kombinieren, wie ihr wollt. Und eben auch die Affinität davon verändern, aber ich finde, das ist das verlängerte und verbesserte Uchi-Katana, wenn ihr die benötigte Stärke habt. Wenn ihr beide auf plus 25 bringt, hat das Nagikaba, glaube ich, eine bessere Skalierung auf Geschicklichkeit, kann sich also lohnen, das eher zu führen, wenn ihr da viele Punkte reingesteckt habt, um mehr Schaden zu verursachen. Machen wir weiter mit der Schlangenknochenklinge, die einzige Waffe auf dieser Liste, die keinen Blutungseffekt, sondern Gifteffekt auslöst. Das bekommt ihr von Tenneth, nachdem ihr euren zweiten Assassinenauftrag ausgeführt habt. Zu dieser kompletten Questline habe ich ja schon mal ein Video gemacht, deswegen ist das jetzt hier oben rechts für euch in der Infokarte verlinkt. Ich werde das nicht nochmal komplett ausführen. Aber ja, diese Schlangenknochenklinge ist ziemlich cool und besonders als Katana, auch wenn sie erstmal ziemlich unscheinbar ist. Zunächst einmal natürlich müsst ihr euer komplettes Bild umändern, weil ihr hier keinen Blutungseffekt mehr habt, sondern einen Gifteffekt. Und dann auch nicht mal ein normales, sondern ein tödliches Gift habt ihr hier, das, ich glaube, ein Drittel kürzer ist als das normale Gift, aber dafür verursacht ihr mit dem tödlichen Gift deutlich mehr Schaden pro Sekunde. Und auch wenn ich damit keinen Schönheitsaward gewinne, habe ich mein Bild ein wenig angepasst und auch die Pilzkrone auf den Kopf gepackt. Ja, ich weiß, sie sieht ziemlich scheiße aus, aber ist nun mal recht effektiv. Und das Besondere hierbei ist, dass ihr nicht nur eine Kriegsasche habt, die ihr nicht mehr verändern könnt mit dem Doppelschnitt. Ihr werdet das Moveset vielleicht erkannt haben, denn es ist das gleiche, das ihr auch bei den blutigen Strömen habt, nur dass eben kein Blut herausströmt. Und das ist ziemlich effektiv, weil ihr natürlich mit so vielen Schlägen hintereinander den Gifteffekt auch dementsprechend früh im Kampf auslösen könnt. Und der hat es ganz schön in sich. Wie ihr sehen könnt, 30 Schaden pro Tick. Da kommt schon einiges zusammen und der hält auch eine ganz gute Weile. Und ihr habt hier mit R2 ebenfalls nochmal einen besonderen Schlag, so ähnlich wie auch der Doppelschlag.
den ihr ebenfalls verzögern könnt, also im PvP super gut geeignet. Und damit habt ihr halt mehrere Möglichkeiten, ob ihr zwei davon in zwei Händen führt, ob ihr mit dem einen mit R2 Schläge vollführt oder mit dem Doppelschnitt als Fähigkeit. Ihr macht so oder so super viele Schläge hintereinander und könnt dadurch den Gifteffekt echt ziemlich effektiv aufbauen. Machen wir weiter mit den zwei magischen Katanas. Das eine ist die Meteorklinge, die findet ihr hier in Kaelid, relativ weit im Westen davon. Geht also am besten gleich nach dem Sturmtor von Limgrave die Straße nach Osten weiter, bis ihr hier zu den Ruinen am Wegpunkt von Kaelid kommt, früher oder später, wenn ihr der Hauptstraße weiter folgt. Die Gegner hier können am Anfang echt ziemlich nervig und fies sein, weil sie auch Gift auf euch auslösen. Ihr wollt also entweder alle vernichten oder sie einfach nur schnell durchlaufen und die Tür am anderen Ende öffnen, denn dahinter ist eine Kiste und da ist auch schon die Meteorklinge drin. Die braucht ein bisschen was an Weisheit, um sie zu benutzen, 18 Stück um genau zu sein. Aber wenn ihr eh schon fordert, euren Samurai mit Magie zu verknüpfen oder euren Magier ein Schwert schwingen zu lassen, gibt es keine bessere Option für den Anfang als diese hier, weil ihr sie schon so früh im Spiel erreichen könnt, ohne dafür einen Boss killen zu müssen. Eben die perfekte Einstiegswaffe für einen Hybrid-Charakter. Wenn ihr damit R2 zuschlagt, habt ihr einen besonderen Schlag von oben über Kopf, der auch eine Menge Haltungsschaden verursacht und oft wiederholbar ist. Und natürlich habt ihr eure Gravitation als Kriegsasche. Und damit könnt ihr Gegnergruppen immer schön zu euch ranholen und die damit dezimieren. Ihr habt also hier nicht nur den ersten Schlag nach unten, der auch schon Schaden verursacht, sondern auch noch die Gravitationswelle. Und wie ihr sehen könnt, ein paar Mal mit R2 zugeschlagen über Kopf und schon fällt der Gegner zu Boden. Das meinte ich eben mit Haltungsschaden, dann könnt ihr eben kritische Treffer verursachen. Und natürlich seht ihr auch nochmal den Blutungseffekt, den ihr oben drauf habt, in aller Pracht. Und falls es mal kritisch wird, könnt ihr eben noch die Gravitationswelle haben. Also rundum eine wirklich sehr gelungene Waffe, die meiner Ansicht nach nur noch übertroffen wird vom Mondschleier-Katana, wenn ihr eben in Richtung Geschicklichkeit und Magie gleichzeitig gehen wollt. Die hat eben noch eine größere Reichweite und ist deswegen für mich auf Platz 1, was so magische Waffen betrifft. Und das findet ebenfalls in Kaelid ein wenig weiter im Norden, als wir gerade eben noch waren. Im Gale-Tunnel, dafür müsst ihr einen Gegner besiegen, aber mit der Meteorklinge sollte das kein Problem mehr sein. Dafür müsst ihr einfach nur nach Westen abbiegen, von den Ruinen gerade auch wieder der Hauptstraße folgen. Den Bosskampf möchte ich euch nicht spoilen, dafür bekommt ihr dann das Mondschleier-Katana. Ich habe all diese Waffen auch zweimal, damit ich sie auch zweihändig führen kann. Ihr könnt ihr aber genauso gut zum Beispiel das Uchigatana mit der dementsprechenden Skalierung auf Magie in die zweite Hand packen oder zum Beispiel die Meteorklinge, falls ihr nur auf das flüchtige Mondlicht aus seid und in Wirklichkeit nur in solchen Situationen, wo der Gegner zu Boden ist, eben die beidhändigen Waffenangriffe ausführen wollt. Ansonsten, falls ihr aber wirklich das gleiche Katana noch ein zweites Mal haben wollt, müsst ihr das entweder im New Game Plus machen oder ihr habt einen Freund, der euch das tauscht. Ich kann euch auch persönlich ein paar dieser Waffen geben. Dafür könnt ihr mich gerne auf den Social Media Kanälen über Discord oder Instagram anschreiben. Wenn ich Zeit habe, mache ich das gerne. Ansonsten versucht es allgemein mal über meinen Discord-Kanal. Da gibt es eigentlich immer ein paar hilfsbereite und tauschbereite Leute, die euch gerne sowas überlassen. Und ihr seht es schon, mit dem flüchtigen Mondlicht, mit der Kriegsasche, lasse ich Gegner noch nicht einmal an mich herankommen. Die berühren mich noch nicht mal und werden aus der Luft gefischt. Eine unglaublich starke Kriegsasche und allgemein einem extrem guten Katana, das für mich persönlich nur noch übertroffen wird von den blutigen Strömen. Meinem persönlichen Liebling, zumindest bis irgendwann der Blutungsnerf kommen wird, von dem ich stark ausgehe. Aber dafür bekommt ihr das overpowerte Katana auch erst in der Kirche der Ruhe, recht spät im Spiel, nämlich im Schneegebiet und auch da erst am Ende davon. Dafür müsst ihr diesen Pfad hier entlang am See vorbei über diese Kette und auch da nochmal komplett sich durchkämpfen bis zur Kirche und dort werdet ihr dann invaded von einem NPC, der eben dieses Katana dann droppen wird und blutige Ströme verlangt von euch als einziges Katana 20 Arkanenergie, hat dafür aber nur eine Deskalierung, lasst euch davon allerdings nicht täuschen, denn die Kriegsasche skaliert nur mit Arkanenergie, denn die löst ihr aus und die werdet ihr hauptsächlich nutzen bei dieser Waffe, denn die Reichweite davon ist ziemlich stark. Ihr seid damit schnell unterwegs und habt vor allem schnelle Angriffsmuster, die ihr schon bei der Schlangenknochenklinge gesehen habt, nur eben noch mit einer größeren Reichweite, denn die Blutspur an sich trifft die Gegner auch schon. Ihr könnt das Katana entweder zweihändig führen oder ihr habt das als normale Haupthandwaffe mit einem zweiten Katana in der linken Hand, sodass ihr trotzdem die Kriegsasche mit L2 auslösen könnt, aber bei Bedarf eben auch mit L1 das andere Doppel-Katana-Angriffsmuster habt.
So oder so eine unglaublich starke Waffe, selbst wenn ihr damit nur normal zuschlagt. Wenn ihr selbst keine FP mehr habt für eure Angriffskombination, könnt ihr trotzdem auch ohne die Blutspur noch die schnellen Schläge vollführen. Also so oder so eine unglaublich schöne und starke Waffe. Wir machen weiter mit der Drachenschuppenklinge. Eine sehr besondere Waffe, die sowohl Blitz als auch Frost verursacht, dafür aber keinen Blutungseffekt hat. Die bekommt ihr hier im Fäulnissee. Wie ihr dahin gelangt, habe ich ja schon mal in den Top 10 Geheimgebiete Video erwähnt. Deswegen habe ich das jetzt für euch in der Infokarte verlinkt, falls ihr da nochmal nachgucken müsst. Und hier im Fäulnissee im Südosten davon wartet der Drachenblutsoldat auf euch. Mit den blutigen Strömen ist das natürlich überhaupt kein Problem. Aber dafür bekommt ihr eben auch ein anderes Katana, das sich durchaus sehen lässt. Es ist ziemlich besonders, was viele Katana-Eigenschaften angeht. Zum einen habt ihr hier keinen direkten Effekt, wenn ihr nur damit zuschlagt, weder Gift noch Blut. Und zum anderen könnt ihr sowohl Frost- als auch Blitzeffekte hier draufpacken. Wenn ihr die Kriegsasche auslöst, bekommt ihr nämlich nochmal 130 Schaden auf Blitz dazu, wie ihr sehen könnt, zumindest für knapp 30 Sekunden. Und dazu habt ihr noch eine B-Skalierung auf Geschicklichkeit. Wenn ihr diese Waffe zweimal habt, könnt ihr also erst eure linke Waffe zweimal führen, dann L2 drücken für die Kriegsasche, dann wieder beide Waffen in beide Hände nehmen und dann nochmal L2 drücken, sodass ihr die Kriegsasche auf der rechten Hand automatisch auslöst und schon habt ihr beide Waffen in Blitz und Frost getaucht. Denn ja, ihr verursacht auch einen Frosteffektschaden, wenn ihr den Gegner nur oft genug damit getroffen habt, wie ihr sehen könnt. Sobald sich dieser Frosteffekt aufgebaut hat und ausgelöst wird, verursacht das nicht nur einen prozentualen Batzen an Schaden, sondern der Gegner wirkt auch noch etwas träger und bewegt sich langsamer. Noch dazu habt ihr eben den Blitzschaden. Gerade bei Gegnern mit schweren Rüstungen kommt das noch effektiver zum Vorschein. Das Einzige, was ich anmerken würde, was ich nicht so gut finde, ist die kurze Reichweite von der Kriegsasche. Also ihr müsst hier wirklich sehr nah am Gegner dran stehen. Ihr habt zwar noch einen zusätzlichen Stagger-Effekt durch den Stampfer auf dem Boden, aber das alleine reicht mir nicht wirklich aus. Ich würde immer empfehlen, diese Kriegsasche davor auszulösen und dann eben mit dem Blitz-Buff auf die Gegner zuzukommen. Wir machen weiter mit der letzten Klinge auf der Liste, nämlich der Hand von Melania. Die bekommt ihr, naja, unschwer zu erkennen nach dem Bosskampf, indem ihr das Echo eintauscht in der Tafelrundfeste. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn Melania gilt nicht umsonst als schwerster Boss im gesamten Spiel. Ich habe da mehrere Builds ausprobiert und habe ein paar ziemlich effektive gefunden, von denen ich auf jeden Fall auch noch ein paar in Zukunft vorstellen werde. Zum Beispiel den Akkuschrauber des Todes, wie ich ihn so liebevoll nenne. Auf jeden Fall bekommt ihr nach dem Kampf natürlich ihr Echo, das ihr wie gesagt in der Tafelrundfeste bei der Fingerleserin eintauschen könnt, sowie auch alle anderen Bosswaffen. Das bedeutet, ihr könnt regulär nur einen davon im Spiel pro Durchlauf bekommen und braucht dafür sage und schreibe 48 Geschicklichkeit, um das zu führen. Und könnt dafür den Tanz der Kraniche als Kriegsasche auslösen. Das gleiche, was sie auch kann, was ihre nervigste Fähigkeit mit Abstand ist. Und die könnt ihr eben auch wie sie dreimal hintereinander auslösen, indem ihr dreimal L2 drückt. Erstmal begebt ihr euch kurz in die Lüfte, dann macht ihr den ersten Schwinger, dann den zweiten und dann könnt ihr nochmal den dritten machen, der nochmal verzögert ebenfalls diesen Wirbelwind an Schlägen raushaut. Also eine sehr coole Area of Effect Waffe, die zwar schwierig zu handhaben ist, aber wenn ihr sie erstmal richtig führen könnt, damit auch schön viel Schabernack anstellen könnt. Dadurch, dass es eine Endgame-Waffe ist, die ihr von einem der schwersten und letzten Boss im Spiel bekommt, könnt ihr da wahrscheinlich nur im New Game Plus ein bisschen was mit anstellen. Aber falls ihr sie braucht, wie gesagt, kann ich sie euch gerne geben. Die 48 Geschicklichkeit werdet ihr aber trotzdem wahrscheinlich erst im Midgame erreicht haben. Naja, das war es jedenfalls von meiner Seite mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und vor allem weitergebracht. Wie gesagt, wenn ihr was braucht, gerne melden. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Badududum, United Potatoes, badududum, United Potatoes, badududum.